Die Idee war simpel, aber revolutionär. Lade Prominente in ein Fernsehstudio ein, stelle ein paar Sitzmöbel auf und lass sie reden. Die Talkshow. Seit Jahrzehnten funktioniert dieses Konzept im deutschen Fernsehen. Inzwischen scheint es keinen Tag mehr ohne Talkshow zu geben. Den Anfang machte eine Sendung im WDR, die vor genau 50 Jahren zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Je später der Abend mit dem österreichischen Moderator Dietmar Schönherr. Talk kommt von to talk, reden. Und das Ganze ist also eine Rederei. Geredet wurde zwar schon vorher viel im Fernsehen, aber je später der Abend mit Dietmar Schönherr, war die erste Talkshow im heutigen Sinne vor Publikum. Und dem wurde einiges geboten. Wenn ich beschließe, Herrn Brandt einen Eiernkopf zu werfen, nicht, dann ist das nicht politisch. Was ist unanständig das? Oder ja. Ungezogen. Und wenn Sie nun... Sie gefallen mir. Sie gefallen mir sehr. Was? Giovanni Di Lorenzo, dienstältester Talkmaster des deutschen Fernsehens. Seit 34 Jahren versucht er, die immer wieder gestellte Frage zu beantworten. Wie ist er eigentlich so, der Star, privat, im Gespräch? Insofern hat das Fernsehen, wenn Sie es ein bisschen überhöhen wollen, diese Art von Fernsehen, auch beigetragen zur Vermenschlichung oder zur Entmythologisierung von Fernsehfiguren, Filmfiguren, Politikern, die plötzlich sich behaupten mussten in einem ganz anderen Umfeld und dadurch nahbarer geworden sind. Und er selbst hat diese Nähe gerne genossen. Frau Berben, seit Jahren sagen alle deutschen Männer, Sie seien die tollste Frau in Deutschland. Ich habe mich aber gefragt, traut sich eigentlich noch ein normalsterblicher Mann, Sie anzusprechen? Boah. Heute sei vieles anders. Jeder weiß inzwischen, dass ein falscher Satz dich erstmal wochenlang in Beschlag nehmen kann und auf die unangenehmste Weise, nämlich in Form von einem Shitstorm. Und dazu reicht es schon, wenn du, was früher selbstverständlich war, rauchst oder vielleicht zwei Gläser Wein trinkst. Vor lauter Qualm konnte man kaum noch was sehen. Die Artikulation wurde schwächer gegen Mitternacht. Die Kritiker haben die Sendungen oft verrissen. Aber die Zuschauer sind dran geblieben, bei den unterhaltenden und bei den politischen Talkshows, und haben damit auch die Frage beantwortet, ob wir wirklich so viele Sendungen brauchen.